Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und auch heute an meiner Seite mein guter alter Co-Moderator Tom Ate. Hallo Tom. Jo, hallo Arti, mein guter alter Co-Moderator. Und hallo junges Gemüse wie immer. Was hast du uns mitgebracht, Arti? Ich dachte, wir schauen uns einmal diese Argumentationslinie an zum AfD-Verbot. Haben wir das einmal abgehakt, ja, und dann können Ja. wir da ins neue Jahr starten. Wir hatten das ja thematisch sowas Ähnliches schon mal hier von Die Anstalt, diesem Satireformat von ZDF. Da hatten die ja auch schon sowas in einem Sketch durchdiskutiert, wie man die AfD verbieten könnte und ob und überhaupt. Und jetzt haben wir hier von Inside Politics offensichtlich so ein eher ernstes Ding. Also, Jetzt ja, ich bin gespannt. kommen die harten Fakten, pass auf. Jetzt kommen die harten Fakten. Wollen wir reingehen? Gerne. Okay, dann rein in den All. Viel Spaß. Die AfD kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Jetzt hat die Partei auch den ersten Oberbürgermeisterposten ergattert. In Pirna, in Sachsen. Die Stadt ist ja seit langem AfD-Hochburg. Es gibt mittlerweile mehrere Bürgermeister der AfD, einen Landrat sogar in Thüringen und in ganz Ostdeutschland liegt die Partei in Umfragen aktuell bei über 30%. Ja, und da steigt natürlich die Nervosität. Sind die eigentlich noch zu stoppen? Und wenn ja, wie? Sind die noch zu stoppen? Das Geht da gut los? es ist schon sehr gruselig. Das Video heißt, was ein AfD-Verbotsverfahren bringen würde, und ihr bringt halt hier wirklich erstmal diese krass guten Statistiken. Also die AfD ist halt nun mal eine absolute normale Partei jetzt mittlerweile, zumindest hier im Osten, völlig normal. Also ist halt oftmals die stärkste Partei, stellt Bürgermeister, wie ihr selbst gesagt habt. Also ich hoffe, die kommen in dem Video hier zum Schluss, dass ein Verbotsverfahren überhaupt gar nichts bringen würde, weil die AfD einfach eine stinknormale Partei ist. Ich glaube, vielleicht wird es dahin gehen. Ja, sie haben doch nicht die Lage eröffnet, aber sie haben ja auch bloß so ein paar kleine Pöstchen. Wenn sie jetzt wirklich den Ministerpräsidenten stellen würden, dann rollen die Züge aber wieder. Und das müssen wir mit allen Mitteln verhindern. Irgendwie Also, sowas. ja, ich warte mal noch ein bisschen, bevor ich hier wirklich rumschreie. Wenn sowas kommt, dann werde ich hier aggressiv. Okay, weiter. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz, der würde die AfD am liebsten ganz verbieten lassen. Der sucht gerade Mitstreiter in allen Parteien für einen solchen Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht. Und ich tue das, weil ich die AfD für eine rechtsradikale Partei und eine große Gefahr für unsere Demokratie halte. Es ist 5 vor 12. Und wenn wir diskutieren, bis es 5 nach 12 ist, dann machen die der Demokratie das Licht aus. Was ist denn das für ein Schön. Schwachsinn? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Also, wo nimmst du das bitte her, dass die AfD die Demokratie abschaffen würde, die gleich in ihrem Parteiprogramm in allerersten Artikel direkte Demokratie haben? Die wollen als einzige Partei die direkte Demokratie stärken, wollen, dass wir direkt über Sachen bestimmen können. Das ist doch wahre Demokratie. Also, und vor allem, stellen Sie jetzt hier irgendeinen CDUler hin, der sieht natürlich in der AfD eine Konkurrenz von rechts, das ist ja völlig logisch. Die sehen da ihre Stimmen in Gefahr. Deswegen wollen die die verbieten. Ja, Wie kann man das denn ernst nehmen? der gute Herr war ja Ostbeauftragter. Also schon dass es dieses Amt gibt nach 30 Jahren, ist erstmal Ja, der das. Treppenwitz der Geschichte. Wir brauchen keinen Beauftragten. Wir sind eigenständig denkende Menschen und in vielen, naja, es klingt jetzt ein bisschen abgehoben wahrscheinlich, aber ich glaube, in vielen Belangen verhalten wir uns ein bisschen klüger als der Westen, zumindest was Politik angeht. Wenn ich dir hier die Wahlergebnisse betrachte und die mit dem Westen vergleiche. Es war oder es ist clever von dieser Reportage, dass dieser Herr Wanderwitz als Autorität, er war ja Ostbeauftragter, er kennt das ja dort, das Land und so, sich hinstellt und sagt, irgendwas mit rechtsextrem. Da ist der Brunnen perfekt vergiftet. Ja, Ja. ja. Nach, was haben wir, Rechtsradikal hat er 50 gesagt. Sekunden? Rechtsradikal hat er sogar gesagt, ja. Okay. Durchatmen, weiter geht's. Nein, nicht verbieten, hält der Bundesjustizminister dagegen. Das sei aus Mangel an Beweisen ein aussichtsloses Verfahren, so Marco Buschmann von der FDP, und damit ein Propagandafest für die AfD. Und die AfD-Chefs rüsten verbal schon mal auf dafür. Wisst ihr, was das Propagandafest für die AfD ist? Jeder einzelne dieser Beiträge hier von euch. Ja. Jedes Mal. Bei jedes Mal denkt sich der Normie, also es ist jetzt das 10. Video dazu. Ich bin mir da ein bisschen uneins, was das angeht. Also ich bin fast der Meinung, das bewirkt eher noch was beim Normie. Also zumindest, ich weiß nicht, der noch nicht diese Zweifel hat, was AfD angeht, also der halt wirklich seine Informationen wirklich nur von ARD, ZDF bezieht. Und der hört dann immer und immer und immer wieder, ja, AfD, Rechtsextrem, 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 dass sich das halt einfach so einschleift. Dann muss es ja die Wahrheit sein, wenn es der Fernseher sagt. Oh Gott, ich Aber hoffe, die Zeiten sind vorbei. du hast recht, bei dem eher kritisch denkenden Menschen, also selbst wenn es nur in Ansätzen kritisch ist, bewirkt das das genaue Gegenteil. Also ich meine, man hat es auch perfekt bei unserem
bei unseren Vätern und Müttern gesehen in der DDR. Also die haben ein ganz feines Gespür entwickelt, was da im Fernsehen so gesagt wurde. Und da kamen auch immer und immer wieder dieselben Dinge und so. Und du hast genau in der Realität gesehen, ja, das stimmt so nicht. Und deswegen war da auch so dieses krasse Misstrauen im Mädchen gegenüber. Mhm. Was wir auch geerbt haben. Das. Stasi-Methoden sind das. Korrekt. Übelste Stasi-Methoden. Das ist der Moment. Boah, was war denn da auch, jetzt auch das für ein Ding? Also da wird es hier einfach mal so reingeschnitten, Stasi-Methoden sind das Stasi-Methoden. Worauf hat die sich denn bezogen, die Frau Weidel? Also was ist denn das für euch schon wieder für ein Vorgehen, Jungs? 18,36 Euro. Was also für eine Scheiße. Im guten Glauben geht es gerade um das Verbotsverfahren und um die Überwachung der AfD. Okay, so hoffen wir's. Aber das war mir einfach viel zu kurzer Ausschnitt. Ich fand es schwachsinnig. Er hat halt letztlich mehrmals das Wort Stasi-Methoden und Stasi gesagt, aber gar nichts von Substanz sagen können, weil es geschnitten wurde. Es lag jetzt nicht an der Weidel, sondern einfach nur an dem Cutter. Ah, ich werde schon wieder wütend. Okay, mal kurz. Wir machen nochmal. Das ist der Moment, wo sich selbst Habe Kerkeling einschaltet. Und der würde so ein AfD-Verbot richtig gutheißen. Ex-Bundespräsident Gauck wiederum lehnt die Debatte rundweg ab. Joachim Gauck sagte in diesem Zeitungsinterview, nicht alles, was wir nicht mögen, können wir verbieten. Tja, was denkt ihr denn? So ganz spontan. Die AfD verbieten? Geht das so einfach? Und wärt ihr dafür oder dagegen? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Und dann gucken wir uns mal zusammen ein bisschen genauer an. Ihr verdammten Klickhuren, Scheiß werde ich euch in die Kommentare schreiben. Also wozu seid ihr denn auf unsere Kommentare und Klicks angewiesen? Echt. Na, immerhin ja, heißt das ja... 36, freut euch darüber. Immerhin heißt es ja, dass die Kommentare nicht deaktiviert sind, wahrscheinlich. Ja. Das ist ja schon mal ein Pluspunkt. Wer's glaubt, also ich frage mich, ob man, wenn man da so ein bisschen reinmeddelt, dann wirst du sofort weggebannt. Du kennst es doch in jeder Welt, Kommentarspalte oder so. Gut, ich bin wahrscheinlich einfach schon zu zynisch, was Kommentarspalten angeht. Also ich habe da schon viel zu viel erlebt. Ja gut, dass sie moderiert werden, okay, geschenkt. Aber dass sie überhaupt offen sind, das ist ja schon mal eine Verbesserung zu früher, okay. Das ist schon mal eine Verbesserung, ja. Ja, und dann müssen die. Sonst hattest du die Möglichkeit, einen Leserbrief zu schreiben. Ja. Und dann müssen die Kommentarspalten blau leuchten. Dann müssen da nur blaue Herzen zu sehen sein. Nur noch AfD, jawohl. Und beste Partei, sowas halt. Okay, ich nehme alles zurück. Kommentiert denen. Aber nicht an die Normis kommentiert denen, sondern ihr, die unser Video schaut. Geht mal bei denen drunter, lasst mal was Schönes da. Genau. Uns mal zusammen ein bisschen genauer an, wohin uns diese Verbotsdebatte wirklich führen könnte. Mein Name ist Christiane Hübscher und ich berichte aus dem ZDF-Hauptstadtstudio heraus unter anderem über die AfD. Was willst du da eigentlich mit dieser Teetasse? Was soll denn das? Das ist ihre Krake sozusagen. Wenn sie nervös wird, dann fasst sie die Tasse an. Die Autistenkrake, ja, genau. Dann betatscht die so. Also soll das hier irgendwie gemütlich wirken? So, oh, guck mal hier, ich bin so... Ja, ich sitze so ganz normal in meinem Sakko hier im Büro, an meinem Netbook, was ich hier so ein bisschen, an meinem Tablet, was ich aufgeklappt habe. Und hier liegt Notizbuch, die Lampe ist schön an, ach, hab ich's hier gemütlich. Was zum Fick? Vielleicht ist das hier von dieser MySyncX geklaut. Die hatte auch immer hier so einen Tee in der. Als Einleitungsspruch so. Holt euch erstmal einen Tee und. Ja. Und dann Ungeimpfte verbieten. Der Verbot ist kürzlich erstmals ziemlich eskaliert, als nämlich eine Aktivistengruppe namens Zentrum für politische Schönheit vorm Kanzleramt diese Installation hier aufstellen ließ. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Björn Höcke hinter Gittern. Dazu die unmissverständliche Aufforderung, AfD-Verbot. Die Aktivisten haben dazu auch ein Video veröffentlicht, produziert mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, in dem sie den Fake-Kanzler sagen ließen, die Bundesregierung arbeite bereits aktiv an einem solchen Verbot. Dieses Video zeigen wir euch bewusst nicht, weil es nämlich reine Fiktion ist. In Wahrheit hält der Kanzler so gar nichts von der Idee. Hört mal. Ich bin kein Freund von einem Verbot der AfD. Ich bin überzeugt, die Bürgerinnen und Bürger werden dafür Sorge tragen, dass die Bedeutung dieser Partei wieder abnimmt, sagt der Kanzler dem Spiegel. Herr Scholz, wie soll ich es dir sagen? Ja. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Also ich glaube eher, dass die Bedeutung dieser Partei noch sehr zunehmen wird. Und ich kann ihm einmal... natürlich riesig freuen. Ja. Wollt mir ihm ein Geheimnis verraten? Na los. Das liegt auch an dir, Scholzilein. Ja. Sehr stark an dir. Ah, und dass man auch das schon thematisiert, jetzt hier im öffentlichen rechtlichen Rundfunk, diese Aktion von dem Zentrum für politische Schönheit, das ist letztlich auch wieder nur Werbung für diese linke Geschichte dort, weißt du? Also es ist ja, sind die nicht sogar Zentrum für politische Schönheit? Werden die nicht sogar irgendwie beobachtet vom Verfassungsschutz oder so irgendwas? Also ich glaube vielleicht jetzt gerade scheiße. Aber schön, dass es wieder als Aktivisten geframed wird.
Ja, eben, aber die haben auf jeden Fall schon kriminelle Sachen gemacht. Ich meine, da haben ja mal zum Beispiel, haben die wahnsinnig viele AfD-Flyer und so, Wahlplakate, solche Geschichten verbrannt. Also die haben die sich ordern lassen, gesagt, ja, wir wollen die verteilen, wir wollen hier AfD helfen. Ich glaube, es war eine Million Flyer, war das so. Ja, ja, und das ist natürlich, das ist eine Straftat. Und dann das Nächste, dass sie den Björn Höcke ausgespäht haben. Die haben ja irgendwie bei irgendeinem Nachbargrundstück oder so, haben sie sich eingemietet und haben den dann beobachtet. Also, ich zitiere jetzt hier nochmal die Weidel, buchstäblich Stasi-Methoden angewandt. Also, auch das, dieses Nachstellen, das ist so auch super illegal. Also, du musst die ganze Zeit jemanden im Garten reinfilmen oder sonst was. Also Junge, Junge. Und das wird hier einfach so vom ZDF, dieser Verein wird hier so präsentiert. Ach, die haben hier mal was Interessantes gemacht. Das regt vielleicht zum Nachdenken an. Ein Scheiß tut es. Ich glaube auch, dass sie dem Scholz da mit so einer KI-Geschichte was in den Mund gelegt haben, ist wahrscheinlich auch strafrechtlich, ne? Ah, das weiß ich nicht. Man kann ja sagen Satire und so. Ich meine, das macht das Snickling auch letztlich. Aber gut, gut, bei denen war das Ding, die haben das wirklich so darstellen wollen, als wäre es wirklich realistisch. Weißt du, die haben nicht darauf hingewiesen, dass das hier ist. Richtig, du hast recht. Da hast du schon recht, das ist der Unterschied. Okay, lass mal hier weitermachen. Mhm. Ja, Herr Scholz, das hat nur schon die letzten 5 Jahre überhaupt nicht funktioniert. Das Hoffen darauf, dass diese Partei sich schon von selbst entlarvt, entzaubert, wie es immer wieder so schön heißt. Dass die Leute schon merken werden, wen sie da gewählt haben. Die tut sich nicht entzaubern, die AfD. Ja, eben, es gibt da nichts zu entlarven. Im Gegenteil, die Leute merken, dass die AfD eine wirklich gute Partei ist. Die AfD ist gut. Die tut sich nicht entlarven, die tut sich positiv hervorheben durch ihre parlamentarische Arbeit. Ich möchte ja, also es gibt so viele tolle Parlamentsredner von der AfD. Ich denke da zum Beispiel an Stefan Brandner, Alice Weidel, logisch, Curio, alle möglichen, die halten tolle Reden, also die machen gute Arbeit. Ja. Also entlarven ist eigentlich das einzige, lest das Wahlprogramm, da steht alles drin. Da steht auch jetzt nichts mit zwischen den Zeilen großartig. Ja, ja, ja. Ich finde, ein politisches Versagen, das auch Marco Wanderwitz eingestehen muss. In der Tat sind wir so gesehen nicht besonders erfolgreich gewesen, die AfD politisch zu schlagen. Denn einerseits radikalisiert sie sich immer weiter und auf der anderen Seite... Es ist auch wieder so eine unbelegte These, die seit Monaten hier rumgeistert. Ja. Sie hätte sich radikalisiert, dies, das. Wahrscheinlich ist die Begründung immer, dass der Höcke noch da ist. Vor allem, was ist denn das jetzt eigentlich für ein erbärmliches Vorgehen? Du sagst ja, ja, uns ist es nicht geschafft, wir haben es nicht geschafft, die politisch zu schlagen. Was machen wir dann? Ja, dann müssen wir sie verbieten. Also, stimmt was, eigentlich, ja. Was für ein erbärmlicher Wicht ist das denn hier? Ja. Ich glaube, der hat das nicht verwunden, dass er dort mit Schimpf und Schande seinen Posten mehr oder weniger verloren hat. Ja, ja, ja. Ich höre da erstmal eine ganz große Hilflosigkeit heraus. Ihr auch? Die Politik kommt der AfD anders nicht mehr bei als mit einem Verbot. Ich muss hier nochmal kurz reingehen. Warte mal kurz, wie das jetzt hier geschnitten war. Dieses ihr auch, da ist es doch kurz rangegangen, die Kamera, und dann wieder weg. Acht nochmal darauf. Mhm. Eine ganz große Hilflosigkeit heraus. Ihr auch? Die Politik kommt. Was? Warum? Was war denn das jetzt? Also ist das hier ein LeFloid-Video? Was? Ja, dadurch betonst du dieses, ihr auch? Ja, ja, also ich find's dämlich. So vielleicht so vierte Wandmäßig. Ne? Ja, keine Ahnung. Politik kommt der AfD anders nicht mehr bei als mit einem Verbotsantrag? Wanderwitz ist der im Bundestag am lautesten für das Verbot. Oh, jetzt von der ganzen Gestik geht's jetzt hier ans Eingemachte. Sogar die Teetasse ist weg. Oha. Jetzt wird der Tisch hier breitarmig angefasst. Jetzt wird hier mal angepackt. Ob sie auch schon die Axt bereithält, wie in diesem legendären Clip hier. Da mache ich jetzt mal den Tisch kaputt. Okay, das kenne ich nicht. Deswegen weiter. Sachsen hat sich schon als Ostbeauftragter unter Merkel an der AfD abgearbeitet und war schon damals nicht unumstritten. Ausgerechnet er hat dann seinen Wahlkreis bei der letzten Bundestagswahl verloren. An die AfD. Marco Wanderwitz und AfD-Chef Tino Chrupalla kennen sich noch aus der Jungen Union, in der eben auch Chrupalla Anfang der 90er mal war. Das alles nur mal zur Einordnung für euch. Wanderwitz braucht nun 36 Mitstreiter, um ein Verbotsverfahren beim Bundesverfassungsgericht zu beantragen. Er hat sie theoretisch zusammen, sagt er mir im Interview. Angeblich sind Mitglieder aus allen Fraktionen darunter. Warum will er die AfD verbieten lassen? Warte, das heißt, da ist sogar jemand von der AfD dabei? Aus allen Fraktionen. Ja, okay, das wär lustig. Ja. So U-Boot gesichtet. Ja. Irgendein Verräter, ja, ja. Gottes Willen, ja. Wer ist der Maulwurf?
frage ich ihn. Ich glaube, das wäre eine große Atempause für die Demokratie, weil derzeit Tausende von Rechtsradikalen den ganzen Tag in der analogen und der digitalen Welt ihr Rechtsradikalsein leider erfolgreich verbreiten. Ach Gott. Oh, ich kann nicht mehr, ich kann auch nicht mehr dazu kommentieren. Was ist denn das für eine Gestalt? Also, die ganze Zeit nur rechtsradikal, radikal, Verbot, Verbot. Also, das muss doch so einem so absurd vorkommen. Also, oh, ob der das so in seiner Handfläche drin stehen hat? So rechtsradikal. Ja. Ja. Also, wir sind jetzt hier schon 4 Minuten drin, dann bring doch mal wenigstens ein paar Punkte. Du sagst immer noch radikal, also irgendwie ein paar harte Fakten. Also, zu Recht, es ist so unfassbar schwierig, generell ein Parteiverbotsverfahren anzustreben, weil dem sind in der Demokratie hohe Hürden auferlegt. Auch bei uns in Deutschland. Also musst du wirklich mit harten Fakten kommen. Und wenn das realistisch wäre, die AfD zu verbieten, dann musst du ja auch wirklich Fakten präsentieren. Und ich will jetzt nicht hier zum tausendsten Mal hören, ja, da hat mal einer so einen Artikel geschrieben, vielleicht als Land auf Ladig, und der hat mal vor 10 Jahren in dem Gruppenchat, hat er das gesagt, ein böses Meme geteilt von Hitler. Also, wir sind ja nicht bei der Anstalt, okay? Ja. Also für mich, wenn ich jetzt so bis mich in die Normihaut reinversetze, wirkt der Typ jetzt für mich als jemand, der seine Wahlniederlage nicht verwunden hat. Deswegen jetzt so nachtreten muss, die ganze Zeit. Absolut, absolut, ja. Ist also, ja auch wirklich die Schmach, ne? Du trittst an, um die AfD irgendwie in die Bedeutungslosigkeit zu schicken. Das ist dein ganzes Ziel als Ostbeauftragter. Und dann kommt ein AfDler und wählt dich weg, ne? Meddel dich weg, ja. Also mal ernsthaft, wie ernst kann man denn jemanden nehmen von einer direkten Konkurrenzpartei wie der CDU, der halt sagt, ja, ich verbiete die, also weil die sind meine Konkurrenten. Ich verstehe es einfach nicht. Aber gut, ich bin da auch generell wahrscheinlich zu normal denkend. Die Demokratie, die derzeit AfD wählen, glaube ich, bedarf es genau dieses Verbots. Ihr könnt euch sicher sein, dass die AfD das Treiben von Marco Wanderwitz genau beobachtet. Nach außen hin tut man natürlich so, als wäre die ganze Debatte vollkommen absurd. Schaut hier, wie Tino Chrupalla und Alice Weidel auf meine Frage reagieren. Ich hoffe, wie sie ernst lachen müssen Sie nur. So eine Debatte, so eine Verbotsdebatte als Partei nehmen? Herr Wanderwitz glaubt doch nicht im Ernst, dass ein Antrag im Bundestag mit den Mehrheiten im Bundestag zu einem Verbot der AfD führen können. Das ist undemokratischer Diskurs, absolut undemokratisch und auch rechtswidrig, was dieser Mann macht. Er spricht ja sogar davon, dass dann die Mitarbeiter entlassen werden müssten, sofort, dass die Mandatsträger sofort aus den Parlamenten verschwinden müssten. Das erinnert an düstere und dunkelste Zeiten, die wir in der Geschichte schon mal hatten. Stasi ist das. Aber wie wahrscheinlich ist es denn? Ah, daher kommt der Ausschnitt. Das ist doch schön. Da war der Kontext ja okay, immerhin. Gut, das hat tatsächlich gepasst. Okay. Denn dass so ein Verbotsverfahren tatsächlich kommen würde. Dafür müssen wir mal kurz in die Geschichte der Bundesrepublik einsteigen. Tatsächlich sehen viele Juristen beim Blick zurück wenig Chancen für ein erfolgreiches AfD-Verbotsverfahren. Wir haben erst 3 Fälle, in denen das Bundesverfassungsgericht überhaupt entschieden hat. Deswegen ist jede Vorhersage mit Skepsis zu genießen. Ich persönlich bin aber tatsächlich eher vorsichtig, was die Erfolgsaussichten eines solchen Verfahrens gegen die AfD angehen würde. Ja, die 3 Fälle, die Frau Schönberger da anspricht, das sind diese. 2 Parteien sind in der Geschichte der Bundesrepublik schon verboten worden. Das war zum einen die Sozialistische Reichspartei, das war eine NS-Nachfolgepartei, und 1956 dann die KPD, das war eine kommunistische Partei. Dann gab es das gescheiterte NPD-Verfahren. Eigentlich waren es ja sogar 2. Das erste ist daran gescheitert, dass die NPD von V-Leuten des Verfassungsschutzes geradezu durchsetzt war. Und das zweite scheiterte 2017 aus folgendem Grund. Habe ich euch nochmal rausgesucht, hört selbst. Nach einstimmiger Auffassung des 2. Senats verfolgt die NPD zwar verfassungsfeindliche Ziele, es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt. Ja, das dahin geht die Reise, oder? So nach dem Motto, ja siehst du, die AfD hat aber viele Prozente und die ist genauso wie die NPD. Das heißt, diesmal können wir sie verbieten. Ja. Das wird jetzt hier der Kniff sein, ich sag's dir. Wahrscheinlich, aber das Problem, was ich sehe, ist der erste Teil, der erste Relativsatz dieser Aussage, dass die AfD verfassungsfeindliche Ziele verfolgen würde, weißt du? Mhm. Also gut, die werden jetzt hier irgendwelche abstrusen Begründungen finden, aber nein, die AfD verfolgt keine verfassungsfeindlichen Ziele. Sehe ich einfach nicht. Ich kenne, ja gut, schreibt uns in die Kommentare, was ihr dazu meint. Wie ist das eigentlich? Ich habe doch schon 1000 Mal diese Argumente gehört, von wegen, ja, die sind so ausländerfeindlich, das ist undemokratisch und gegen die Menschenwürde und pipapo, Abschiebungen sind so unmenschlich. Gute alte Menschenwürde, die kein Jurist richtig definieren kann. Ja, super. Ja. Ich habe mal eine Frage an dich. Wenn ich jetzt in mein Parteiprogramm reinschreibe, ich will die und die Verfassungsänderung, bin ich dann verfassungsfeindlich?
Wie meiner Meinung nach nicht, weil du, wenn du die Fassung auf demokratische Art ändern willst. Ja, also das ist ja schon tausendmal passiert, dass die Verfassung geändert wurde. Würde ich meinen, ne? Ja, eben, genau. Die Verfassung lässt sich einfach mit einem mehrheitlichen Beschluss im Bundestag ändern, klar. Bundesrat, genau, ja. Also dann verstehe ich es nicht. Ja, aber sie wird bestimmt gleich hier die, jetzt kommen hoffentlich mal die harten Fakten jetzt. Ich denke, wir werden jetzt bekehrt. Also nach den 8 Minuten von diesem Clip werde ich sagen, jawohl, AfD-Verbotsverfahren, let's go. Das ist nichts anderes als, die NPD war damals schon so klein und unbedeutend geworden, dass das nicht mehr ausgereicht hat für ein Parteiverbot. Die Richter sahen keine objektive Gefährlichkeit mehr in der NPD. Und zumindest dieses Argument würde heute bei der AfD nicht greifen, denn sie ist alles andere als klein und unbedeutend. Ich erinnere nochmal an die über 30%. Und wo ist die AfD gefährlich, um in deinem Wortlaut zu bleiben? Ja. Was jetzt merkst du? Wo? Ja, ich weiß es nicht. Frau macht mich fertig. In den Umfragen für den Osten und an ihre letzten Wahlerfolge in Hessen und Bayern. Auch wenn ihr bis heute natürlich jede Regierungsoption fehlt. Welche anderen Kriterien müssten also erfüllt sein für ein erfolgreiches Verbotsverfahren? Da fragen wir nochmal die Juristin. Die AfD müsste sich von ihrem Programm und Inhalt her gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wenden. Und sie müsste auch darauf ausgehen, diese zu beseitigen oder zu beeinträchtigen. Und das sind sehr, sehr hohe Hürden, die Karlsruhe da aufstellt. Da lacht sie ja schon selber, diese Parteirechtlerin. Weil sie weiß, ja, dass das nutzlose Punkte sind bei der AfD. Weil das nicht gegeben ist bei der AfD. Genau. Ja. Nicht demokratische Grundordnung. Mit aggressiv-kämpferischer Verhaltensweise heißt es auch noch. Aber was genau bedeutet das? Reicht es, dass AfD-Funktionäre sich immer wieder offen islamfeindlich äußern? Ausländerfeindlich äußern? Wir wollen keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Warum ist denn Islam... Okay, ich kann es mir schon selber beantworten, aber... Gott, dieser Punkt halt, Islamfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit, also dass das jetzt gegen die Verfassung wäre. Und da kommst du halt dann wirklich, was ich schon angesprochen habe, immer zu diesem dämlichen Gummiartikel ein, Menschenwürde und pipapo. Also ich bin da kein Fan von. Ich bin da kein Fan von. Also man hat damals ein hehres Ziel gehabt nach der NS-Zeit, aber es ist einfach unsinnig, irgendwo so einen extrem unspezifischen Artikel zu haben und dann gleich noch als erstes. Na gut, dann kommt wahrscheinlich noch die Religionsfreiheit jetzt irgendwie da rein. Ne? Aber das heißt doch nicht, dass diese Religion frei von Kritik ist. Ne? Ja, eben. Also. Was sind das für eine Scheiße? Bei der Religionsfreiheit, das ist ja auch so ein Thema. Es geht darum, dass jeder frei ist darin, seine Religion zu wählen. Also, die kann jetzt niemand sagen, du musst jetzt christlich sein, zum Beispiel bei uns im Land, oder musst dies und jene Religion haben. Also, natürlich darfst du islamisch sein, aber natürlich ist es uns als Staat stets uns offen, die Ausübung dieser Religion ein Stück weit einzuschränken, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, Thema Schächtungen, dass wir sagen, ja, wir wollen jetzt nicht, dass die Tiere so und so bei uns im Land geschlachtet werden oder lokal auf städtischer Ebene, dass man sagt, ja, wir wollen jetzt hier nicht einen Muezzin-Ruf hören bei uns am Freitag früh. Solche Dinge. Richtig. Du kannst es in deinen 4 Wänden halten, wie du willst, mit der Religion, aber sobald sie es in den öffentlichen Raum verlagert, musst du dir halt Gegenwind gefallen lassen. Richtig, richtig. Und deswegen ist das zum Beispiel jetzt dieses Thema Religion auf jeden Fall nicht verfassungsfeindlich. Und genauso ähnlich sehe ich es jetzt zum Beispiel beim Thema Ausländer. Also wenn man jetzt sagt, wir wollen mehr Abschiebungen, was ist nachher ausländerfeindlich? Das ist einfach nur, da geht es darum, das Recht, so wie es ist, umzusetzen. Also zurzeit wird de facto das Recht permanent gebrochen. Wir haben halt, ich sag's immer wieder, diesen Artikel 16a Absatz 2 Grundgesetz. Hier kann nicht einfach jeder Asyl beantragen. Wer durch ein sicheres Drittland gekommen ist, der kriegt das nicht. Also mein Lieblingskanzler Scholz ist ja auch für mehr Abschiebung. Also, ne? Ja, genau. Der hat geschrieben in einem kleinen Magazin am Spiegel, jetzt wird im großen Ziel abgeschoben. Jawohl. Der hat's drauf. Deswegen beim nächsten Mal SPD verbieten, Herr Wanderwitz, bitte. Genau, beim nächsten Mal SPD wählen. Dann zeigen wir es dem. Sozialsysteme und wir wollen keine Islamisierung, liebe Freunde. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Oder Homosexuelle. Alter, ich finde es lustig, diese beiden Aussagen waren doch absolutes 90er-CDU-Niveau. Stimmt, oder, eigentlich. Ja. Oder 70er, 60er SPD sogar. Also, ich fand es völlig unspektakulär. Die Zeiten haben sich einfach geändert. Homosexuellenfeindlich. Ich will und werde es nicht kampflos hinnehmen, dass unser Land zu einer Regenbogenrepublik umerzogen wird. Oder
Aha, wenn man gegen die Regenbogen ist, ist man homosexuell. Ja, das war jetzt homosexuellenfeindlich. Okay, also, ich werde ja aggressiv. Ich kann auch die nicht ernst nehmen, die Frau hier. Also wegen so einer Argumentation. Ich mag jetzt hier gar nicht mal so groß dagegen argumentieren. Das ist einfach nur Schwachsinn. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommen hier irgendwelche Stromstoßprogramme, die er da fordert. Weißt du, um die Homosexualität auszutreiben. Konversionstherapie oder so, ja, keine Ahnung, aber sowas wie das Thema Regenbogen, also was war denn das? Wirklich lächerlich, lächerlich. Oder dass die AfD ankündigt, zum Beispiel den Rundfunkstaatsvertrag sofort zu kündigen, wenn sie an die Macht käme. Was passiert denn, wenn der Höcke dann Ministerpräsident wird? Kündigt er denn die Medienstaatsverträge? Ja, das macht der Höcke dann. Ja, genau. Oder das Einzelne. Das ist echt so mit der geilste Höcke-Moment, das ist mega geil. Ja, diesen Clip kenne ich auch. Ja, das macht der Höcke dann kündigt der halt mal einen Medienstaatsvertrag. Was ist daran verfassungsfeindlich? Medienstaatsvertrag, Junge! Das ist auch eigentlich, also, wenn wir jetzt mal das Gedankenspiel durchgehen, dass er wirklich Ministerpräsident wird, das wäre ja wirklich mal was, wo man ihn dran messen kann. Ob er sozusagen so Team Fleischtopf ist und was ich vor der Wahl gesagt habe, interessiert mich jetzt nicht mehr, ich habe ausgesorgt. Oder ob er sagt, ich habe das gesagt, das wird jetzt gemacht. Ja. Also ich glaube, die Frage wird einfach sein, ob es machbar ist. Also es werden sie natürlich übelst das Bundesverfassungsgericht dagegen sträuben, wird dann irgendwelche hanebüchenen Begründungen finden, um das doch nicht geht. Aber klar, das muss gemacht werden. Also und vor allem, wenn es mehrere machen. Thüringen muss das machen, Sachsen muss das machen, Brandenburg. Aber soweit ich weiß, ist das eine Sache, die der Ministerpräsident halt umsetzen kann. Ich weiß, ne? Aber die werden trotzdem versuchen, da noch irgendwie gegenzuschießen, das sage ich dir. Also das, ja. Nur weil die es machen werden, wird es so vielleicht noch nicht durchkommen. Also ich sehe, ich bin da ein bisschen skeptisch, aber auf jeden Fall ist das eine gute Sache, natürlich bin ich da auch voll dafür. Also der erste AfD-Ministerpräsident, sage ich immer wieder, die allererste Handlung muss sein, Rundfunkstaatsvertrag kündigen. Du willst mir jetzt also sagen, wenn die AfD etwas macht, was rechtlich erlaubt ist, dann wird das Recht gebrochen vom Bundesverfassungsgericht, damit das nicht durchkommt. Richtig. Ist doch schön. Richtig, weil es ja gegen die aktuelle Politik geht. Genau. Und das ist nämlich damit verfassungsfeindlich. Irgendwie so, glaube ich. Das hat Mama Merkel gesagt. Und dann wieder, warum hat die AfD schon wieder 3% bekommen? Ich kann mir das einfach nicht erklären. Mitglieder immer wieder mit Hilfe von Chiffren und Codes ihre nationalsozialistische Gesinnung zum Ausdruck bringen. Wie zum Beispiel dieses Autokennzeichen hier, das für Adolf Hitler steht. Ja. Sogar ja, zweimal, das, Mensch. Ja, das ist wirklich lost. Also, das sind wirklich Idioten, die sowas machen. Nee, sogar dreimal, oder? Naja, klar. Was die Zahlen und was ist die Buchstaben? Ja. Gottes Willen. Autokennzeichen hier, das für Adolf Hitler steht. Welche Kriterien genau gemeint sind, das hat die Rechtsprechung leider nicht ausbuchstabiert. Und das macht Vorhersagen für den Ausgang eines solchen Verfahrens auch so schwierig. Aber sollte die AfD eines Tages wirklich verboten werden, dann würde sie sofort aufgelöst. Alle Abgeordneten der Partei in Bundes- und Landtagen würden ihr Mandat verlieren. Und es wäre ihr auch verboten, Ersatzorganisationen zu gründen. Die AfD-Mitglieder und ihre Wähler, die würden damit aber natürlich nicht einfach verschwinden. Und das ist halt wirklich hart. Also du kannst da nicht sagen, okay, wir gründen uns neu. Ne? Sondern du bist anscheinend für immer dann verbrannt und verbannt. Ja, das verstehe ich nicht ganz. Also, wenn du jetzt AfD-Mitglied bist, also jetzt zum Beispiel der Herr, ich nenne ihn jetzt mal Max Mustermann, ist jetzt AfD-Mitglied, so. Mhm. Und die AfD würde verboten werden. Und jetzt gründet sich eine neue Partei, die sehr ähnlich ist wie die AfD. Die heißt halt dann Identitäre Partei Deutschlands oder so. Mhm. Dürfte der dann nicht dran teilnehmen oder so? Also das kann ich mir auch wiederum nicht vorstellen. Wir können es ja noch mal anhören, ob es um die Parteimitglieder oder ob es um die Mandatsträger geht. Ich bin jetzt sowieso mal sehr auf den Punkt gespannt. Ich lasse sie erstmal ausreden, dann sage ich meine Meinung dazu. Passieren würde, beschreibt die Juristin Schönberger so. Die AfD würde aller Wahrscheinlichkeit nach dieses Verbot in ihre große Erzählung einweben von den illegitimen Institutionen, von ihrer eigenen Opferrolle, von dem korrupten System. Das würde sich wunderbar einpassen. Schon jetzt erzählt sie ja immer die Geschichte, dass sie illegitim bekämpft wird. Also ich bin kein Freund von der Opferrollengeschichte tatsächlich. Ist ja nun mal nicht von der Hand zu weisen, dass der Gegenwind riesig ist. Ja. Die AfD wird auch illegitim bekämpft. Gerade im Bundestag, die anderen Fraktionen agieren gegen ihre eigene Geschäftsordnung im Bundestag. Also in der Geschäftsordnung steht nun mal, jede Fraktion stellt einen Vizepräsidenten vom Bundestag.
So. Mhm. Und die AfD komischerweise nicht, weil immer wenn die ihn zur Wahl stellen, die haben schon, glaube ich, 40 Leute da zur Wahl stellen. Nee, ich glaube 10 waren, sorry, da habe ich übertrieben. Jedenfalls immer wird der dann von allen anderen Parteien abgelehnt. Ja. Das ist, ja, also wie man da nicht von Gängelung sprechen kann. Ja, ja. Und das Problem ist aber auch, dass die Wählerinnen und Wähler natürlich aller Wahrscheinlichkeit nach sich noch weiter vom demokratischen System entfernen würden, wenn die Partei, mit der sie ihre Interessen irgendwie wahrgenommen sehen, dann verboten wird. Jetzt wollte ich mal kurz dazu sagen, was ich nämlich meine. Wenn die AfD verboten werden würde, dann würde hier wirklich alles explodieren, zumindest im Osten Deutschlands. Das kann ich dir sagen. Also Pegida war dann nichts dagegen, also was Demonstrationen angeht. Würdest du dann hier sonst was sehen? Weil ist ja klar, wenn 30% der Ostdeutschen denken oder so dann wahrnehmen, dass sie nicht ihre Meinung demokratisch vertreten können, ja, wozu greifen sie dann zu anderen Mitteln? Ist ja völlig logisch. Also das können die deshalb auch nicht wollen, meiner Meinung nach. Deswegen ist das alles nur ein Hirngespinst. Diese Erzählung, AfD-Verbotsverfahren, es ist wirklich wie ein Märchen. Es ist einfach nur ein Märchen. Das kann und wird so nicht passieren, weil sonst explodiert ja alles. Man muss auch darauf hinweisen, Leute, die die AfD wählen, sind halt eben nicht Rentner, denn die wählen noch die anderen, ich sag's jetzt mal, Altparteien. Ja, ja. Das sind eher Leute im mittleren Alter oder jungen Alter und die haben halt auch noch Wut im Bauch. Richtig, also du, ich merke es nur gerade, ich habe jetzt zweimal das Wort explodieren gesagt, ich sage jetzt nicht, also dass es jeder AfD-Wähler dann hier wirklich gewalttätig werden würde, aber du würdest auf jeden Fall zum Beispiel riesige Streiks sehen, das kann ich jetzt schon sagen. Und klar, also würde sich sicherlich auch von vielen Leuten, das muss man auch ehrlich sagen, Wut richten gegen das System, also das wäre völlig krank, also das wäre wirklich Stoff für einen Roman, ganz ehrlich, wenn da so eine Partei mit 30% verboten werden würde, das wäre richtig wild, also das wäre so ein bisschen wie, da gibt es diesen Film hier, diesen Roman von Michel Houellebecq, Unterwerfung, da geht es nämlich genau auch darum, wo dann die Muslime so extrem beliebt sind, wo dann also es gibt eine muslimische Partei und da wird dann nämlich auch die Front National, hieß es damals noch, die Partei von der Marine Le Pen, sollte dann verboten werden. Da kommt es dann auch so übelst riesigen Spannungen, also wirklich zum buchstäblichen Bürgerkrieg zwischen den Lagern. Und das wäre dann hier natürlich ähnlich. In Frankreich ist ja normal, dass ein Auto brennt, ne? Ja, wenn da mal Bambule ist. Aber also ich sehe das ähnlich wie du. Man muss es vielleicht auch mal wirklich aus der Sicht der Wähler sehen. Ne? Du hast endlich eine Partei gefunden, die zumindest sagt, was dir gefällt. Und du bist jetzt nicht groß allein, sondern hast halt wirklich Rückhalt. Dann verschwindet diese Partei. Ja, natürlich bist du vom ganzen System entfremdet. Du klingst dich dann immer mehr aus. Wie du schon sagst, dann geht man halt streiken. Ist mir doch egal, was jetzt hier passiert. Richtig, also dann würde mit einem Schlag sofort klar werden, dass wir eben nur in einer simulierten Demokratie leben und nicht in einer wirklichen Demokratie, wenn die das machen würden. Deswegen bin ich da ganz entspannt, was solches Verbotsgefasel angeht. Ganz entspannt. Ich verstehe bloß nicht, also wenn die wissen, dass es zum Scheitern verurteilt ist und dass hier die Berichterstattung über dieses Verbotsverfahren auch wieder Prozente bringt, warum machen sie es dann? Nee, und wie gesagt, und da würde ich dir widersprechen. Ich denke schon, dass es den Prozenten eher noch abjagt, weil du musst halt immer an den Normie denken, der hier überhaupt, also du musst ja an den Empfänger dieser Nachrichten gucken. Also wer schaut sich denn hier so ein Format an? Inside Politics, das auf irgendeinem Sender läuft, mal zu irgendeiner Uhrzeit, halt die Rentner und die Unentschlossenen und so. Und dann hören die halt tausendmal, ja, AfD schlimm, AfD schlimm, die gehören sogar verboten, dann wähle ich die nicht, weißt du? Ich denke schon, dass das irgendwo zielführend ist, aus der Irrsicht. Ja, ja. Sonst würden sie es nicht machen. Okay. So weiter. Auch so ein Verbotsverfahren in Gang zu setzen, könnte also voll nach hinten losgehen, gerade vor den drei Wahlen im Osten 2024, wo die AfD stärkste Kraft zu werden droht. Noch mehr Menschen könnten sich durch ein Verbotsverfahren von der... Du bist gemutet, falls du was sagen willst. Wieder das... die Worte, die sie benutzt, ne? Sie droht, die stärkste Kraft zu werden. Richtig. Sie könnte als sie werden oder so. Richtig. Okay, wir haben es verstanden. Du magst die AfD nicht. Okay. Du magst die AfD nicht, ja.
Demokratie abwenden, fürchte der Politikwissenschaft. Ganz kurz, was Sie jetzt gesagt haben, es werden sich noch mehr Menschen von der Demokratie abwenden, als würdest du dich schon von der Demokratie abwenden, nur weil du die AfD wählst. So klingt das für mich ein bisschen, weißt du? Mhm. Also gut, ja. Weil so sagen die ja auch im Bundestag immer, naja, alle Mitglieder, sehr geehrte Mitglieder der demokratischen Parteien, sehr geehrte Mitglieder der AfD, so weißt du? Also die sind ja die demokratischen Parteien. Angeblich. Aber es sind die geehrten Mitglieder, ne? Ja, mein Albrecht von Lucke, der schreibt in der Süddeutschen Zeitung, es gibt tatsächlich eine Situation, in der eine Partei too big to forbid ist, also zu groß, um verboten zu werden, ohne nicht gerade dadurch der Demokratie zu schaden. Ihr erinnert euch, die NPD war am Ende zu klein, um verboten zu werden. Ist die AfD vielleicht schon zu groß? Marco Wanderwitz, der CDU-Mann aus Sachsen, wartet jedenfalls noch auf ein wichtiges Urteil, bevor er seinen Verbotsantrag starten will. Ende Februar findet in Münster eine Berufungsverhandlung vorm Oberverwaltungsgericht statt. AfD gegen den Bundesverfassungsschutz. Die Partei hat gegen ihre Einstufung als Verdachtsfall geklagt. Und solche Einstufungen spielen in dieser Geschichte eine ganz wichtige Rolle. Boah, jetzt kommt AfD und Verfassungsschutz. Also auch da, das kann man doch null ernst nehmen. Der Verfassungsschutz ist halt ein weisungsgebundenes Organ von der Regierung. Der Verfassungsschutz bespitzelt die Opposition. Das ist dem seine einzige Aufgabe. Ja, aber das wird hier nicht kommen, dass er weisungsgebunden ist. Ist klar, aber also wer auf den wer irgendwie was auf die Meinung vom Verfassungsschutz gibt, der hat Politik nicht verstanden. Und das sind leider die meisten Leute in unserem Land. Aber ja, Verfassungsschutz ist einfach nur lost. Das ist halt wieder so eine Institution, die mal mit Herrenzielen gestartet ist, als die Republik gegründet wurde. Und irgendwann hat sich dann die Idee breit gemacht, naja, wir können das doch eigentlich nutzen, um unsere Macht zu zementieren. Und alles, was uns nicht gefällt, rufen wir halt mal runter. Die AfD wird mittlerweile in 3 Bundesländern vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. In Thüringen schon seit März 2021, in Sachsen-Anhalt seit November diesen Jahres und in Sachsen ganz frisch seit Dezember. Hm. Merkwürdig. Fast Zufälle. So, als wär nacheinander in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen die Prozentpunkte immer weiter gestiegen. Also, merkwürdig. Ich sehe da jetzt aber keinen Zusammenhang. Ja, dass die Wahlen näher rücken. Ja, genau, dass auch die Wahlen näher rücken. Das hat damit gar nichts zu tun, klar. Wie schlecht das eigentlich ist. Behandelt. Sorry, ich dachte, du bist fertig. Also wirklich, wie schlecht das ist mit diesen, jetzt seid ihr Verdachtsfall und jetzt seid ihr. Also, es ist ja wirklich diese DDR-Zeit. Also, es tut mir leid, dass ich das jetzt so denke. Ja, na klar. Das musst du dir gar nicht leid tun. Es ist ja so. Also, als Wessi würde man jetzt sagen, jetzt fasern die ja wieder von DDR und so. Aber das sind nun mal genau die Mechanismen, die unsere Eltern und so damals gesehen haben. Also, es ist absurd. Dass denen das nicht peinlich ist. Die Gesamtpartei wird als Verdachtsfall behandelt. Das ist sozusagen die Vorstufe zur richtigen Beobachtung. Als Begründung für die Einstufung dient den Verfassungsschützern vor allem der völkisch-nationalistische Ansatz in der Migrationsfrage, der sich immer wieder in Äußerungen von AfD-Führungspersonal findet. Ein Beispiel dafür, der thüringische AfD-Chef Höcke, den man ja auch offiziell endlich als Faschist bezeichnen darf, der warnt in Willst du, soll ich? Ja, ich wollte dir noch den Punkt ausführen lassen. Weil, tausendmal immer dieses nationalistisch-völkische Gedanke, noch zum 100. Mal, die Väter unseres Grundgesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg, die waren aus eurer Sicht völkisch-nationalistisch, weil das war schon immer klar, es war eigentlich schon immer Konsens, wer ist deutsch, wer deutsche Vorfahren hat, wer deutsche Abstammung ist. Deswegen haben wir ja auch das Ius Sanguinis lange Zeit gehabt, also das Blutsrecht, das Abstammungsrecht, wie das die Staatsbürgerschaft vergeben wird. Mhm. Und dieses Höcke darf man als Faschist bezeichnen, ist halt auch so der Klassiker, der muss in diese, was sind das, 14 Minuten ungefähr, das muss mit einmal rein. Ne? Ja, geht einfach nicht anders. Kommt das jetzt? Hat die das gerade gesagt? Das hat die gerade gesagt, ja. Achso, so, da war ich zu Akku, ja, warte, wir machen nochmal kurz, weil es so schön ist, gönnen wir es uns nochmal. Der thüringische AfD-Chef Höcke, den man ja auch offiziell als Faschist bezeichnen darf, der warnt in seinem Buch vor dem Volkstod. Ich sagte, dass mit dem Höcke ist Faschist, das wird auch wie Gender Pay Gap, das hat sich eingebrannt. Ja. Das geht nicht wieder raus bei diesen Leuten. Also auch für dich, wenn du nach diesem Gerichtsurteil gehst, dann darf ich dich auch Faschist nennen. Juhu. Richtig. Dann wirst du gegen mich klagen, aber das Gericht will entscheiden, es ist im Sinne der Meinungsfreiheit, ich darf dich Faschist nennen. Und dann, toll, freuen wir uns alle. Und dann sagen wir ab jetzt immer, die und die Tante darf man als Faschist bezeichnen, hat das Gericht bestätigt. Und dann habt ihr den nächsten Aufmacher für eure tolle
Show hier, warum gibt es auf einmal so viele Faschisten in Deutschland? Ja, genau. Durch den Bevölkerungsaustausch. Es brauche ein groß angelegtes Remigrationsprojekt. Das heißt nichts anderes, als dass Höcke Millionen Bürger aus dem Land verbannen will. Nicht Bürger. Ja, vor allem Millionen Bürger. Also, das sind noch keine Bürger in dem Sinne. Die haben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Die sind keine Bürger. Sind Einwohner meinetwegen, aber keine Bürger. Die wohnen hier, aber die sind, vor allem wenn die illegal sind, dann gehören die auch, weil sie sich illegal hier aufhalten, gehören die ausgewiesen. Wie schwer ist es denn zu verstehen? Wir müssen jedes Mal über dieselbe Scheiße reden. Ich hab's langsam satt, Arti. Ich hab sie richtig satt. Wir machen mal wieder was Richtiges mit Kultur, ja, ja. Ja, wir müssen einmal wieder irgendeine Serie schauen. Irgendwas mit schwul oder irgend sowas. Also ich muss ja mich hier abkühlen. Unfassbar geil. Das Problem mit der Staatsbürgerschaft, wie es jetzt ist, ist ja gerade, die wird ja mehr oder weniger hinterhergeworfen. Ne? Also ja, selbst das müsste man nochmal wirklich überdenken. Ja, ja. Also es kann ja nicht sein, dass ich 3 Jahre in dem Land bin, von Bürgergeld lebe, mal nichts abfackle und dann kriege ich die Staatsbürgerschaft. Also das wäre einfach zu wenig. Ja, das ist wirklich viel zu wenig. Okay, so. Und das funktioniert laut Höcke nur mit einer, Zitat, wohltemperierten Grausamkeit. Was diese Einstufung als gesichert rechtsextremistisch für die 3 AfD-Ostlandesverbände in der Praxis bedeutet, erklärt uns der Politikwissenschaftler Vorländer von der TU Dresden. Ja, der Verfassungsschutz kann jetzt nachrichtendienstliche Mittel einsetzen. Er könnte also beispielsweise V-Leute einschleusen und sich dadurch über die innere Struktur, aber auch die Kommunikation, das Handeln der Akteure ein klareres Bild verschaffen, sodass er Indizien zusammentragen kann. Und da wundert ihr euch über den Vergleich mit der Stasi? Ja, die genau sowas gemacht hat. Ja. Also, ich frage es wirklich nochmal, merken die das nicht selber, wie absurd das ist? Leider nein. Denen fehlt dafür die Sensibilisierung, die wir durch unsere Ostvergangenheit haben. Also zumindest für vielen Westdeutschen. Die sehen das einfach nicht. Ein Verbotsverfahren der AfD kommt. Könnte also sein, dass diese Beobachtung dafür sorgt, dass der AfD-Führungszirkel... Ich mache nochmal kurz Pause. Sorry, wenn ich hier ein paar Westdeutschen auf den Schlips getreten bin. Ich weiß, ihr seid nicht alle so, aber... du weißt so, wie es ist. Also, wenn ich mir dort die Wahlergebnisse anschaue und diese ganzen linken Argumentationsstrukturen, die hier immer und immer und immer wieder kommen, also dann verzweifelt man einfach ein bisschen. Sorry, ich wollte euch... Ich hab euch lieb. Liebe Westies, ich wollte euch hier nicht auf den Schlips treten. Ihr seid nicht, Hashtag not all. Es gibt kein West-Ost mehr. Es gibt nur noch Deutschland. Richtig. Zirkel doch ein bisschen Muffensausen bekommt und sich mäßigt. Könnte sein, dass das Label rechtsextrem manchen potenziellen AfD-Wähler nochmal umdenken lässt. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders groß. Denn in Thüringen, erinnert euch, wird die AfD schon seit 2 Jahren offiziell als rechtsextremistische Bestrebung behandelt und hat das bisher Wähler dort irgendwie abgeschreckt? Nein. Im Gegenteil, der Zuspruch steigt. Der oberste Verfassungsschützer. Also wir halten fest, du magst die AfD nicht, merkst aber, wie bescheuert das ist und damit sind deine 14 Minuten fast rum. Ja. Schön. Irgendwie komisch. Sieht hier eine Aufgabe für uns alle. Nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken. Alter, ich mache jetzt nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken. Also, der hat jetzt. Dieser Satz, den muss man sich wirklich auf die Zunge zergehen lassen, den muss man klippen. Dass die den hier reingebracht haben, ist unfassbar. Also, er hat damit wirklich zugegeben, der Verfassungsschutz hat die Aufgabe, die Umfragewerte zu senken. Der AfD. Mhm. Nochmal, Arbeit gegen die Opposition. Ja. Krass. Wir haben keinerlei Möglichkeiten, aber wir können die Bevölkerung wachrütteln, wir können Politiker wachrütteln und der Kampf für unsere Demokratie muss in die Gesamtgesellschaft geführt werden. Und genau solche Appelle sind es, die die AfD so richtig auf den Baum bringen. Der Verfassungsschutz geriert sich hier zu einem Verfassungsfeind. Warum? Weil die AfD durch den Einsatz des Verfassungsschutzes im politischen Parteienwettbewerb strukturell benachteiligt wird, indem diese Partei, indem wir diskriminiert werden. Also wie hat sie das gerade formuliert hier? Die werden strukturell benachteiligt? Nee, hier, sie hier mit, das lässt sie aufschäumen oder so? Keine AfD? Ahnung, ich habe der Tante nicht zugehört, die macht mich kirre. Also aufschäumen oder Wut im Bauch haben sieht für mich ein bisschen anders aus. Ne? Das war ganz gelassen reagiert einfach auf jeden. Und die Dinge benannt, wie sie sind.
Also wenn Weidel aufschäumt, dann kann man sich einfach mal irgendeine Bundestagsrede von der anschauen. Zur ja. Regierungserklärung oder was weiß ich. Was heißt das jetzt? Für mich heißt das zusammenfassend, wenn so ein Verbotsverfahren überhaupt kommt, dann wäre es erstens, Stand heute, sehr wahrscheinlich aussichtslos. Zweitens, langwierig. Sowas kann sich erfahrungsgemäß über Jahre hinziehen. Und es hätte somit drittens keinerlei Effekt für die Ostwahlen im nächsten Jahr. Und selbst so wenn es juristisch möglich auch. Ist, muss man sich fragen, ob es auch politisch klug wäre. Denn ein Verbotsverfahren könnte eben auch genau das Gegenteil erreichen, nämlich dass AfD-Wähler sagen, jetzt erst recht. Sehr wahrscheinlich muss die Auseinandersetzung mit der AfD also weiter politisch erfolgen. Den anderen Parteien muss schon ein bisschen mehr einfallen als ein Verbot, um den Rechtsruck im Land und die Politikverdrossenheit zu bekämpfen. Das wäre ja das erste Mal seit 2015, dass ich versucht wurde, politisch mit der AfD aus... Nee, 2013, Entschuldigung. Immerhin ist sie ja hier zu einem sinnvollen Schluss gekommen, dass das AfD-Verbotsverfahren sinnlos ist. Aber irgendwie so ein bisschen, naja, so unter der Hand, unter den falschen Prämissen. Also das würde ja nichts an den Ostwahlen verändern. So, wer sagt denn, dass man das an den Ostwahlen was verändern muss? Also versteht ihr nicht, merkt ihr nicht selber, wie undemokratisch ihr seid? Wenn wir als Ostdeutsche in den Ostwahlen jetzt die AfD wählen, dann ist das doch einfach unser demokratischer Wille. Also warum seht ihr es denn irgendwie als Aufgabe, euch da einzumischen, das irgendwie zu verhindern? In ihren Augen ist das halt die NSDAP 2.0 und dann fängt ja das Fünfte Reich an oder so, wenn die an der Macht sind. Und deswegen müssen wir das verhindern. Und ihr seid einfach nur zu ungebildet, das zu verstehen. Und deswegen helfen wir euch jetzt ein bisschen. Ja, damit hast du es gut zusammengefasst. Das ist der ihre Denke, richtig. Gut, ich bin fertig. Ja. Also ich kann ihr vielleicht sogar noch ein bisschen Mut machen. Also niemand bei der AfD glaubt wirklich, diese Wahlen so gewinnen zu können, dass der Ministerpräsident gestellt wird. Also jeder sagt, das passiert dann in den nächsten Wahlen. Ja, das sage ich auch. Es würde mich überraschen. Ja, nee. Was ich nur denke, wir werden jetzt richtig lustige, wilde Koalition sehen. Also oh, vielleicht ja. sogar CDU mit Linken irgendwo. Also Hauptsache alle gegen die AfD. In Thüringen könnte das zum Beispiel kommen, dass man irgendwie Bodo Ramelow dann mit CDU anbandelt. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum die uns dauernd Blockparteien nennen. Ja, als würden wir einen Block bilden gegen eine einzige Partei. Die Grünen sind doch gar nicht drin im Landtag. Die gehören doch auch zum Block. Das wird doch irgendwie so. Gottes Willen. Ja, es wären auf jeden Fall schöne, spannende Monate. Da wird uns das Futter auch nicht ausgehen. Und ich bin wirklich mal gespannt, was die jetzt hier noch so für Geschütze auspacken. Also die scheinen sich ja so ein bisschen erst warm zu schießen. Das Jahr 2024 bleibt spannend oder wird spannend. Deswegen abonniert uns gerne. Lasst uns ein Like da. Vielleicht auch einen Kommentar für den Algorithmus. So, das war jetzt unser kurzes YouTube-Gebet. Amen. Und in dem Sinne, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.